Hallo, bei mir im Atelier heute in Gargazon. Heute habe ich endlich wieder einmal Zeit zu malen. Ich habe jetzt über die Weihnachtsfeiertage und auch davor ehrlich gesagt lang nichts mehr getan. Und jetzt habe ich endlich wieder meinen Tisch abgedeckt und jetzt freue ich mich auch schon ganz fest wieder weiterzuarbeiten. Ich habe mir gedacht, ich mache eine kleine Führung durchs Atelier, einfach einmal rundherum, nach 6 Jahren, wo ich arbeiten tue. Und im Hintergrund sieht man eh schon. Also, ich habe da jetzt eben meine Küche, wo ich dann sozusagen, ich koche da nichts nicht, also da kann ich einfach alles abspülen. Ich habe in die Schränke auch irgendwelche Malutensilien drinnen versteckt und aufgeräumt und Behälter, sodass ich alleweil noch eben alles griffbereit habe. Da, wie man so schön sieht, habe ich ein paar Bilder, die was einfach noch darauf warten, weiter bearbeitet zu werden. Da habe ich zwar etwas zum Thema Kaffeeart dazu erklären und da möchte ich unbedingt weitermachen, weil mir eben noch ein paar Kaffeebilder einfach fehlen und warten schon, dass ich endlich wieder was damit mache. Ja, die guten bekannten Regale, ich glaube, die kennen die meisten. Die sind ganz fein, weil man da wirklich recht viel unterbringen kann und die haben da wirklich auch versucht, das thematisch ein bisschen zu ordnen, dass sie meine ganzen Pigmente beisammen haben, dass sie meine ganzen Erden beisammen haben und eben die Sande, die was ich irgendwo gesammelt habe, und damit das halt alles ein bisschen griffbereit dasteht und natürlich die Acrylfarben und noch die ganzen anderen Materialien. Da habe ich sogar auf Bild eingestellt. Oder dahinter sind auch Acrylfarben noch versteckt. Also ich habe einfach unglaublich viele Farben, durch das, dass ich ja bis voriges Jahr sehr viel mit dem Malkurs unterwegs war. Und da braucht man einfach ganz enorm viel Material, gerade eben bei den Kursen. Da nehme ich jetzt so eine mittlere Qualität her. Und die sind halt jetzt alle da und warten darauf, aufgebraucht zu werden. Weil jetzt für meine Bilder sind, schaue ich dann wirklich hohe Qualität an Farben zu nehmen. Und die ganz andere Leuchtkraft und ganz eine andere Wirkung erhoben. Aber die Schränke sind total fein und von dem her bin ich ganz froh. Da sieht man auch schon schön meinen Tisch, also der ist relativ groß, wenn wir das beobachten können. Und das sind einfach mehrere Tische, die was zusammengeschoben sind, die stecken sich ineinander. Das heißt, ich kann auch noch einen anderen Tisch hernehmen und dazu hängen oder eben die alle auseinanderschieben und so bin ich sehr, sehr flexibel. Es sind auch Räder, die was dann auch fixiert werden können und nachher kann ich da hin und her schubsen, wie ich es gerade brauche. Da sehen wir auch schon, das ist auch ein Teil von der Küche, weil wir sind noch nicht so ganz lang da jetzt zurück in Gargazon. Das war aus der Küche, wo wir zuvor gewohnt haben und die ist dann hier im Atelier eben gelandet. Hat da jetzt nicht mehr Platz gehabt und die wollte jetzt auch nicht fix übers Eck gehen. Und dann haben wir einfach diesen Schrank auf Rädern draufgesetzt und so bin ich mit dem auch flexibel unterwegs und dort ganz viel Platz. Da habe ich eben auch so meine Oilsticks drinnen und die verschiedenen auch Stifte, Utensilien. Und genauso eben auch da. Also die Schränke sind total toll, weil man da total viel gut unterbringen kann. Küchenschränke eben, für den sind sie ja im Grunde gemacht. Genau, da habe ich mein Doppelwaschbecken. Man kann sich austoben, ist eben auch ganz, ganz fein. Ich habe natürlich eine Kaffeemaschine auch da. Ich habe einen Mixer da. Ich habe einen Kühlschrank auch da. Da ist jetzt im Augenblick nicht ganz so viel drin, aber Prosecco, er ist halb nur. Brauchst du, wenn uns jemand besuchen kommt, dann haben wir es ja eigentlich alle weit parat. Genau, ansonsten geht es nachher da auch noch weiter. Also, da ist natürlich der Eingangsbereich. Da dahinter ist auch mein Büro. Und wir haben dann eben auch draußen einen Abstellplatz. Das heißt, wenn wir jemanden besuchen kann, dann hat er da eben auch die Möglichkeit, ganz fein zu parken und einfach uns da besuchen zu können. Genau, dort noch einmal Schränke, alles voll Papiere, was ich gesammelt habe in der ganzen Zeit. Und muss ich sagen, bin ich schon relativ gut sortiert und ist mir fast schon jetzt wichtig, dass ich das alles irgendwann ein bisschen aufbrauche und eben ein bisschen minimalistischer werde, die ganze Geschichte. Was auch noch ganz toll ist, wir haben eben da auch noch einmal eben einen Fernseher, einen so einen alten Fernseher sozusagen, der ist auch da gelandet, wo ich dann kann, Kunden, wenn sie Interesse haben, wo man Bilder anschauen zu können.
Und dann kann ich ihnen auch eben die verschiedenen, auch am Fernseher, am Monitor schauen, weil nicht alles kann ich natürlich da. Manche Sachen sind im Keller sortiert, andere Sachen sind irgendwo ausgestellt oder hängen irgendwo. Und so kann ich das auch am Monitor ganz gut eben zeigen. Ist da auch ein Sofa da drüben, unser Sofa. Also ganz viel der Einrichtung ist im Grunde da gelandet. Genau. Und das ist im Grunde jetzt das nächste Bild, bei dem ich gerne weiterarbeiten möchte. Und zwar, das ist jetzt kein typisches Coffee-Art-Bild, wie ich in der letzten Zeit so viel gemacht habe, sondern da habe ich eben ganz viel mit der Asche gearbeitet, mit der Grünfarben. Und das ist schon auf einem guten Weg, aber es ist noch nicht fertig. Und da möchte ich einfach weiterarbeiten. Denke alleweil daran, den Bereich nochmal ein bisschen besser abzugrenzen, mit Linienführung nochmal Akzente zu setzen. Aber da möchte ich mich in Ruhe mit dem Bild auseinandersetzen, mir ein bisschen niedersetzen, schauen, von weiter weg das beobachten und einfach nochmal ein bisschen genauer, konkreter gucken, was das Bild denn so noch gerne haben möchte. Genau, was man vielleicht nicht da sieht, ist, wir haben da auch noch ganz einen tollen Garten. Und den sage ich einfach ein anderes Mal. Die Shanti ist natürlich auch da, die liegt gerade draußen in ihrem Bettele und schläft und wartet darauf, dass wir dann noch eine Runde spazieren gehen. So, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, seid gerne eingeladen, bei mir im Atelier vorbeizukommen, mal zu schauen, die Bilder, mich persönlich kennenzulernen und uns auszutauschen. Freue mich allen drauf. Gut, Dankeschön und alles Gute. Baba.